Hallo, schön, dass du da bist. Und schon alle Osterhasen aufgegessen? Jetzt ist ja immerhin schon eine Woche nach Ostern. Was bleibt von Ostern eine Woche danach? Und überhaupt, wir leben 2000 Jahre nach den Ereignissen damals in Jerusalem. Was hat das noch mit uns zu tun und wie beeinflusst das unser Leben? Wir sind heute draußen, wir haben keine Kosten und Mühen für die Special Effects gescheut und extra ein bisschen Schnee noch besorgt. Und jetzt gehen wir runter zu der Stelle, an der wir manchmal Menschen taufen, wenn sie gerne draußen getauft werden wollen. Also, kommt mit! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, und jetzt? Jetzt stehen wir auf, gehen zurück in den Stollen und packen die Aufgaben an. Aufgaben, von denen wir den Eindruck haben, dass wir sie jetzt irgendwie erledigen sollten, dass wir sie anpacken müssten oder zumindest könnten. Aber müssen wir? Sollen wir? Können wir? Wollen wir wirklich? Die Freundinnen und Freunde von Jesus standen einige Zeit nach dem ersten Osterfest damals in Jerusalem vor derselben Frage. Was gibt's denn jetzt zu tun? Und Petrus fand eine einfache Antwort. Er wollte einfach weitermachen wie bisher. Ich gehe fischen, sagte er. Und die anderen sagten, gut, wir kommen mit. Johannes erzählt, später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen, Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Und gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nachts fingen sie nichts. Ja, einfach so weiter wie bisher. Das klingt verlockend. Das ist ja auch unsere Lieblingslösung. Änderungen sind aufwendig, anstrengend und tun manchmal auch weh. Aber einfach so weiter wie bisher? Leider nein. So funktioniert es eben auch nicht immer. Die Berufsfischer kehren mit leeren Netzen zurück. In der Nacht fahren sie aus, so wie immer. Mit Blendlichtern wollen sie die Fische an die Oberfläche locken. So wie immer. So hätten sie sie mit ihren Schleppnetzen gut fangen können. So wie immer. Doch sie fangen nichts. Die Netze bleiben leer. So ist das. Manchmal kommt ein Punkt, an dem wir eben nicht mehr so weitermachen können wie bisher. An den Punkt, an dem wir die Dunkelheit der Nacht verlassen und am hellen Tag neue Schritte wagen. So geht's weiter. Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an. Kinder, habt ihr nicht mal ein paar Fische? Nein, keinen einzigen, antworteten sie. Da steht diese unbekannte Person am Ufer und sie stellt diese eine erschütternde Frage. Habt ihr keinen Fisch? Und die Freunde von Jesus, die ihn nicht erkennen, müssen sich eingestehen, nein, sie haben nichts zu essen, sie haben keine Nahrung. Sie sind erfolglose Fischer. Und wir? Haben wir Nahrung? Wenn wir ehrlich Bilanz ziehen, was hat unser Leben bisher eingebracht? Was hat uns genährt? Was hat unseren Hunger gestillt? Da sagte er zu ihnen, werft euer Netz an der rechten Bootsseite aus. Dort werdet ihr welche finden. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Und die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es waren noch etwa 100 Meter. Der Fremde überzeugt die Fischer. Sie tun, was sie niemals getan hätten. Sie fahren bei hellem Tag noch einmal heraus
und sie werfen die Netze auf der rechten Seite raus. Warum rechts? Die Hirnforschung hilft uns vielleicht weiter. Sie zeigt uns, was wir mit der rechten Seite tun, das wird von unserer linken Gehirnhälfte gesteuert. Und die Hirnforscher sagen, dass unsere rechte Seite die Seite des Bewusstseins ist. Zumindest bei den meisten Menschen sei das so. Was wir mit der rechten Seite unseres Körpers tun, sei von unserem Willen gesteuert, mit Absicht in die Wege geleitet also. So wäre die Aufforderung Jesu, die Netze auf der rechten Seite auszuwerfen, eine Aufgabe, eine Herausforderung, am Ende der Nacht, im Morgengrauen, das Leben zu ändern, ihm eine andere Richtung zu geben. Das wäre dann ein Schritt zu mehr Bewusstheit, zum Aufwachen, zum Erwachsenwerden, zum sich selbst akzeptieren mit allen Zwiespältigkeiten, die zu unserem Leben dazugehören. Dann geht es darum, selbst zu gestalten und nicht nur darum, gelebt zu werden. In dieser durchlittenen Nachterfahrung und dem Eingeständnis, dass das alles bisher nichts gebracht hat, kann ungeahnter Reichtum entstehen. Eine innere Fülle. Wer so beginnt, bewusst zu leben, spürt einen tieferen Inhalt, Sinn und Grund in seinem Leben. Er erfährt mit einem Mal eine reiche Belohnung in und durch sich selbst. Und da ist dann nicht alles anders zu machen, aber es wird alles anders durch dieses veränderte Bewusstsein. Vielleicht machen wir dann das, was wir immer getan haben, aber jetzt eben mit einem anderen Bewusstsein. Aktiver, selbstbewusster und vor allem achtsamer. Und so reagiert Petrus. Nachdem auch er erkannt hat, dass der Fremde am Ufer Jesus ist, zieht er sich an. Es kann ja nicht sein, dass er seinem Herrn fast nackt entgegentritt. Er ist ausgerüstet für die neuen Aufgaben und er ist bereit. Und so springt er in voller Montur ins Wasser. Ein Augenzwinkern für den, der im Sturm einst zu versinken drohte, dieser Heißsporn. Kaum hört Petrus, dass es Jesus ist, stürzt er sich mit Haut und Haaren in dieses neue Leben, das ihm Jesus anbietet. Er kann das werden, was er schon immer war. Er kann seine Möglichkeiten entfalten und kann anfangen zu leben. Und so erinnert uns dieser Sprung ins Wasser auch noch einmal an die Taufe. Deswegen stehen wir hier an unserer Taufstelle. An den Sprung in das lebendige Wasser, das Jesus anbietet. Er hat jetzt den Mut, der dem Versinken standhält. Er hat das neue Leben angezogen. Und als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Und keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot, verteilte es unter sie und ebenso die Fische. Das war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Und Jesus? Er hat die ganze Zeit genutzt und alles zum Essen vorbereitet. Der Grill brutzelt. Kommt und frühstückt, sagt er. Und jetzt ist alles klar. Jetzt sind keine Fragen mehr nötig. Die Jünger sind eingeladen zum Fest des Lebens. Und du und ich auch. In der Nähe zu Jesus werden wir selbst zum Menschen. Wir entfalten uns, leben, atmen durch und auf. Wir sind glücklich, wir sind frei. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. So, die Predigt ist zu Ende, aber mindestens eine Frage ist offen geblieben. Warum betont Johannes, dass Petrus genau 153 Fische aus dem Wasser zieht? Ich weiß es nicht, aber es gibt einen Haufen Spekulationen. 153 sei in der Zoologie die Summe aller Fische, meint Hieronymus, ein Kirchenvater aus dem 5. Jahrhundert. Gemeint sei also,
die Fülle aller Menschen, denen die gute Botschaft Jesu gilt. Petrus ist ja der Menschenfischer, also der Missionar. Und die Fische stehen für die Menschen. Andere geben an, dass da ein Bezug zum alttestamentlichen Buch Ezechiel besteht, wo ebenfalls von einem reichen Fischfang die Rede ist. Die Geschichte da spielt zwischen En-Gedi und En-Eglayim. Der Zahlenwert von Gedi ist in der Kabbalah 17 und der von Eglayim ist 153. Das ist insofern spannend, weil 153 die Dreieckszahl zur Basis 17 ist. Das heißt, wenn ich alle Zahlen von 1 bis 17 zusammenzähle, dann lande ich genau bei 153. Johannes weist so die Auslegung auf diesen Zusammenhang mit Ezechiel hin. Das heilvolle Geschehen findet dann in dieser Jesusgeschichte seine Erfüllung. Evagrius Ponticus erklärt es nochmal anders. Er sagt, 100 ist das Quadrat, 28 das Dreieck und 25 der Kreis. Die Zahl steht also für die Harmonisierung der Gegensätze. Ob uns das weiterhilft? Ich weiß es nicht. Demütig lasse ich diese Frage offen. Aber wenn du eine Idee hast, dann schreib die doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt. Dann lasst uns beten. Barmherziger Gott, an Jesus sehen wir, wie du dir das Menschsein gedacht hast. Wir dürfen glücklich sein. Es lohnt sich zu leben. Das Leben ist schön. Du hast für uns viel Schönes vorbereitet, Gott. Ein Leben in Fülle, ein Leben, das uns erfüllt. Dabei erleben wir unsere Wirklichkeit manchmal ganz anders. Sie ist geprägt von endlosen Lügen, von leeren Versprechungen, von Angst, Gewalt und Zwang. Deshalb bitten wir dich, hilf uns, dieses Leben zu entdecken, auch neu zu entdecken. Das immer weiter wie bisher hat ja doch Grenzen. Wir merken es und spüren es. Und wir tun gut daran, auch mal neue Wege zu erproben, andere Möglichkeiten zu nutzen, die Sackgassen unserer Gedanken zu durchbrechen. So bitten wir dich, Gott, still du unsere Sehnsucht, dass unsere Seele ruhig wird wie ein gestilltes Kind im Arm der Mutter. Lass uns aufstehen zu einem Leben in deiner Wirklichkeit. Ostern ist ja nicht nur ein Tag, Ostern ist eine Lebenseinstellung. Danke Gott, dass du bei uns bist. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr seid die Gesegneten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.